Walter Beller schlug seine Frau in einem Restaurant in Florida. Dafür wandert er für 16 Stunden in den Bau. Von da kommt sicher die Bezeichnung Baulöwe. Zum Tathergang, sagt Irina Beller. Ich wollte ihm ein Steak auf seinen Teller werfen. Plötzlich hatte ich seine Hand im Gesicht, spürte, wie mir das Blut hinunterlief. Sättige, heftige Abwehrreaktion auf ein Steak kennt man ja schon nur aus Veganerkreisen. Die Bellers haben ja Blick gesehen, dass sie der Weisswein so aggressiv gemacht haben. Die Walliser Weinbauern sind über die Aussage empört. Weisswein mache ich glücklich, sagen sie, und gebe höchstens eine Fahne. Und mit der rechten Fahne können sie ja im Wallis sogar bis in den Kantonsrat arbeiten. Am 9. Juni kommt die Volksinitiative zur Volkswahl des Bundesrates zur Abstimmung. Das Parlament befürchtet, dass mit der Volkswahl die Populisten Aufwind haben werden. Moment, liebes Parlament. Hat nicht damals der grösste Populist im Bundesrat gewählt? Ja, und das alles nur wegen dieser Zauberformel. Zauberformel, kennt ihr? Das ist der Trick, wie man einen Unternehmer aus Herliberg zum Verschwinden bringt und eine Bündnerin aus dem Hut zaubert. Piero Esteriore eröffnet Coiffeursalon in Bern. Er fürchtet die Konkurrenz nicht, im Gegenteil. Ohne wäre es doch langweilig, lacht er und ist zuversichtlich. Im Gegensatz zu anderen Coiffeuren hat er eben eine einzigartige Technik. Wenn er fängt an zu singen, stehen allen die Haare zu Berg. Tja, liebe Kind, nach der Ostern gibt es noch ein trauriges Gerücht aus der Wirtschaft. Der Dr. Rudolf Wehrli, Präsident der Economy Suisse, wüsse aus sicherer Quelle, dass der Osterhas, wenn ihm der Staat will, vorschreiben, wo er in Zukunft seine goldigen Eier verstecken soll, Strategien in der Schublade habe, sein Nestle ins Ausland zu verlegen. Und zum Schluss, wie immer, die Weisheit der Woche. Heute von einem berühmten Philosoph und Humanist aus Stäfen, Zürich. Seid ihr eigentlich vom Affbissen? Peace!